Ich bin Polly. Und ich heiße Molly. Gestatten, mein Name ist Melinda. Wir leben mit einigen anderen Schafen in Helmbrechts. Das ist in Oberfranken. Im Winter liegt hier viel Schnee und es ist ziemlich kalt. Das ist der Weg zu unserem Winterquartier. Dort haben wir viel Platz und Auslauf und eine Freiluftfutterstelle. Das ist sehr wichtig, denn Fressen gehört schließlich zu unseren Haupttätigkeiten. Und ja, manchmal gibt es auch bei uns etwas Streit ums Futter. Hey, schaut mal da! Was machen die Nachbarn denn da? Hä? Was? Wo? Die Enten haben das Futterhaus entdeckt. Jetzt streiten sie sich um die Reste. Zu uns kommen sie auch ab und zu und schauen, ob noch was übrig ist. Wenn die meinen, das juckt mich nicht. Wir haben auch einen Stall mit einer großen Heuraufe. Bei uns gibt es auch schwarze Schafe, wie in den meisten Herden und Familien. Aber die sind auch alle echt okay. Wusstest du eigentlich, dass Schafe 4 Mägen haben und wir Wiederkäuer sind? Und dass ihr aus unserem Fell Wolle für Pullover, Schals oder Socken machen könnt? Auch einige Vögel polstern ihre Nester mit unserer weichen Wolle aus. Echt scharf, was? Der Dicke da, der mit den großen Hörnern, das ist unser Schafchef. Der hat keine Namen, der heißt bei uns einfach nur Chef. Und der kann manchmal ganz schön nervig sein. Aber er passt auch auf uns auf und verteidigt uns, wenn es sein muss. Und ihr wisst schon, ohne ihn gäbe es im Frühling natürlich auch keine kleinen Lämmchen. Allerdings ist die Stelle des Chefs hier befristet. Etwa alle 2 Jahre bekommen wir einen neuen Schafchef. Zum einen, damit er nicht zu frech werden kann. Und zum anderen, damit er auch mal andere Herden besuchen kann. Wenn wir etwa 1 Jahr alt sind, dann bekommen wir diese komischen Ohrmarken. Das tut im ersten Moment ganz schön weh, aber dann gewöhnt man sich dran. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr Ohrringe bekommt. Die Ohrmarken sind aber nicht zur Deko. Sie sind sozusagen unser Personalausweis. Da steht zum Beispiel drauf, wo wir geboren sind und zu welchem Stall wir gehören. Blöd ist es nur, wenn Schaf nicht aufpasst und damit irgendwo hängen bleibt und sich das Ding rausreißt. Dann tut es erstens weh und zweitens hat man dann meist ein Schlitzohr. Das war's für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Schäfchen erzählen. Mäh!